1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So. Liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen hier bei uns, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Rot, die Farbe Rot oder Rot im Allgemeinen. Ich möchte gerne mit euch mich unterhalten über Dinge, die euch einfallen, vielleicht gravierende Dinge, schlimme Dinge, traurige Dinge, die irgendwie mit der Farbe Rot zu tun haben können. Also, das kann Blut sein, das kann Wut sein, das kann Rache sein, das kann Rotlichtmilieu sein, das kann Rotwerden sein. Es gibt sicher ganz viele Beispiele, wo eine Geschichte im Zusammenhang steht mit Rot, mit der Farbe Rot. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist die Claudia und Claudia ist 49 Jahre. Hallo Claudia. Hallo Domian. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Zur Farbe Rot. Das ist ganz normal. Ja. Zur Farbe Rot. Ja, erzähl. Also ich bin vor 6 Jahren an Krebs erkrankt und nach mehreren Operationen musste ich mich dann auch einer Chemotherapie unterziehen. Mhm. Was für ein Krebs war es? Bitte? Was für ein Krebs war es? Brustkrebs. Brustkrebs, ja. Ja. Mhm. Und naja, du musst dir das so vorstellen, du hängst da, oder erstmal rammt man dir eine Braunöle in den Arm und dann wurde in diese Braunöle aus einer Art Spritze, diese rote Flüssigkeit in meinen Körper reingepumpt. Ach, das war eine rote Flüssigkeit? Ja, also richtig. Eine rote chemische Substanz? Ja, könntest du ungefähr mit Frostschutzmittel vergleichen. Ist vielleicht auch so eine Art Frostschutzmittel. Ja, ja. Auf jeden Fall hochgiftig. Mhm. Zumindest sind mir davon die Haare ausgefallen. Mhm. Und naja, Übelkeit, 3 Tage überm Eimer. Ja. Normal. Ja. Also das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Wurde diese Chemotherapie im Krankenhaus durchgeführt? Ja. Oder wurde sie durchgeführt und du konntest wieder sofort nach Hause? Ja, war ambulant. Ambulant und du gingst dann nach Hause. Und dann ging es dir sehr schlecht danach? Nach 2 Tagen. Nach 2 Tagen. Mhm. Ja, und dann 3 Tage war es also so schlimm, dass ich also wirklich nur am liebsten im Bett lag und Decke über dem Kopf und mit niemandem reden. Mhm. Bloß nicht, hoffentlich klingelt niemand. Und also es war ganz schrecklich. Ich habe mich auch von diesen Folgen erst 3 Jahre später halbwegs erholt, als ich eine psychosomatische Kur gemacht habe. Mhm, und also Farbe Rot. Ist bei dir sofort in Verbindung zu bringen mit dieser Chemotherapie? Genau, genau. Also es war, es ist so schlimm, also wenn du dir Weihnachten fährt man so durch die Straßen und das ist wunderschön, alles beleuchtet und so. Mhm. Ja, und dann sehe ich nur diese roten Lackschleifen an den Häusern. Mhm. Und dann kriege ich eine Gänsehaut. Mhm. So eingebrannt hat sich das. Ja, also ich bin dann in dem ersten Jahr auch in Kur gefahren und wir sind dann abends was trinken gegangen und da gab es dann einen Absacker und ich habe dann auch ganz mutig hier gerufen. Mhm. Und als das Glas dann vor mir stand, die Flüssigkeit war rot. Wie viel Mal hast du diese Chemotherapie über dich ergehen lassen müssen? Es war nur 4 Mal, aber es war eine ganz scharfe, ganz harte. Mhm. Na, also das hört sich wenig an, weil... Nee, das hört sich nicht wenig an. Das glaube ich schon, dass das dann auch gereicht hat. Ne? Ja, das hat so gereicht, dass ich also kurz bevor die 5 Jahre rum waren, die magischen 5 Jahre, hat man Metastasen festgestellt. Und ich habe sofort gesagt, also ich mache keine solche Chemo mehr. Ja. Jetzt sind 6 Jahre vergangen. Ja. Wie geht es dir im Moment? Im Moment geht es mir sehr gut. Und die Metastasen, die wieder aufgekommen waren, wie hat man die bekämpft? Ja, zuerst mal mit einer Chemotherapie. Doch, dann nochmal? Ja, aber ich habe keine Infusionschemo mehr gemacht. Ach, eine andere Form von Chemotherapie. Ich habe da einen ganz tollen Arzt, der hat einen Test entwickelt, bei dem man Tumorgewebe, was zuvor entnommen wurde, auf die Ansprechbarkeit von verschiedenen Chemotherapien testen kann. Ja, ja. Und da hat er halt festgestellt, dass eine wesentlich nebenwirkungsärmere Chemo in Tablettenform, die ich zu Hause einnehmen kann, dass die halt genauso effektiv ist. Die ist genauso effektiv und bei weitem nicht so schlimm wie die andere. Ja, genau. Ich meine, die Nebenwirkungen waren zwar auch schlimm, aber nicht so vergleichbar mit
Ja, welche Nebenwirkungen hatte jetzt diese, ich sag mal, diese sanftere Chemotherapie? Ja, 6 Monate lang Durchfall, auch nicht so angenehm. Nee, das ist wirklich angenehm. Ne? Und dann hatte ich an den Händen und an den Füßen, die Haut konnte ich mir so in zentimeterbreiten Streifen so abziehen, sodass also praktisch rohes Fleisch rauskam. Oh ja. Und das war die sanfte Chemotherapie? Das war die sanfte, aber es sind mir keine Haare ausgefallen. Und mir war halt nicht so übel. Ich habe das auch aus einem anderen Grund noch gemacht. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen, super, hat mir super gut gefallen. Ja. Und als dann die Nebenwirkungen doch relativ schlimm wurden mit den Händen, dann habe ich das halt meinem Chef gesagt. Und 2 Monate später hat man mir gekündigt. So geht es dann. Dann hat man schon so ein schweres Schicksal zu ertragen, dass man eine so schlimme Krankheit hat. Und dann fliegt man auch noch raus. Eigentlich sollte der Chef zu einem stehen und einen stabilisieren. Ne? Und, ich meine, der war ganz verständnisvoll und betroffen natürlich. Ja, natürlich, betroffen sind alle immer, aber hinterher... Aber wenn man nicht funktioniert, dann muss man halt gehen. Ich würde gerne nochmal dich fragen zu dieser ganz schlimmen Chemotherapie, die du mit der Farbe Rot in Verbindung bringst. Ja. Du hast gesagt, bei der leichten hast du schon ein halbes Jahr Durchfall gehabt. Ja. Wie sah das denn bei der schweren Chemotherapie aus? Ja, du, da war ich so durch den Wind psychisch, dass ich das gar nicht mehr im Einzelnen so weiß. Ich weiß halt nur noch von dieser wahnsinnigen Übelkeit und von meinem Todeswunsch. Ich war auch hochgradig depressiv 3 Jahre lang mit Selbstmordgedanken. Also das schlägt einen körperlich vollkommen um durch extreme Übelkeit und Schwächegefühle. Ja. Und es schlägt einen aber auch seelisch und psychisch an. Ja, also mich hat es psychisch noch viel, viel mehr mitgenommen. Das ich kann das nicht beschreiben, aber ich hatte einfach, ich fühlte mich erstmal dadurch, dass es Brustkrebs ist, sowieso schon nicht mehr ganz vollwertig. Mhm. Und wie man auch dann so von manchen Mitmenschen behandelt wird. Und ich war halt nach dieser Chemotherapie, ich wollte wirklich nur unter der Bettdecke liegen und niemanden mehr sehen. Das, ich habe das Telefon rausgezogen. Das ist das Ambivalente an dieser Therapieform, denn eigentlich braucht man ja auch die Willenskraft des Menschen und das positive Denken, um wieder gesund zu werden. Und wenn man aber so angehauen ist durch so eine Chemikalie, ist es natürlich schlimm letztendlich. Eben, und ich war damals noch nicht so weit. Ich stand noch so unter unter Schockwirkung durch eben die Diagnose. Ich habe die Chemo als Feind angesehen. Ich habe mich aufgebäumt, wenn man mir dieses Ding da in den Arm gerammt hat. Mittlerweile habe ich da eine Technik und ich habe auch super Ärzte jetzt, wo das kaum noch wehtut. Lass uns nochmal genau jetzt zur aktuellen Situation kommen. Wie ist die Diagnose im Moment, ganz aktuell heute? Ganz aktuell. Also ich war diese Woche noch beim Arzt und die Werte sind, ein Wert ist etwas gestiegen. Das kann aber auch mit, das kann mit was anderem zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Mit positivem Stress, den ich im Moment habe. Ja. Bist du optimistisch? Damals war ich total Pessimist und ich habe also immer gesagt, das hat sowieso alles keinen Zweck. Und heute bin ich ein ganz anderer Mensch. Also bist du damals eigentlich operiert worden? Bitte? Bist du auch operiert worden damals? Damals 3-mal. 3-mal sogar. Ja, also das waren ungefähr 20 Stunden Vollnarkose in dem einen Jahr. Hat das zur Folge gehabt, die Abnahme einer Brust? Ja. Ja. Das muss man ja auch alles erstmal verkraften, ne? Das ist schon klar. 6 Jahre mit der Krankheit rumgeschlagen. Ja. Aber jetzt irgendwie. Es wird aber auch nie aufhören. Irgendwie, dadurch, dass ich ja jetzt Metastasen habe, ist die Krankheit ja im Prinzip nicht mehr komplett heilbar. Man kann das ganz gut im Zaum halten und ich habe auch super Ärzte. Ach, das ist so. Man kann also jetzt sagen, letztendlich werden wir sie nie richtig kaputt kriegen, die Krankheit. Das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Das ist nur eine Frage, dass man die Krankheit beherrscht, dass man sie, wie du sagst, im Zaum hält. Und ich habe da wirklich jetzt einen ganz tollen Arzt gefunden, der auch so ganzheitlich mich behandelt. Also da wird jetzt am Immunstatus allerhand gemacht mit homöopathischen Mitteln. Ja. Die also keine Nebenwirkungen haben. Ja, meine Werte haben sich ganz schnell verbessert. Ja, ja. Innerhalb von 4 Wochen waren die Werte ganz viel besser. Und da bin ich sehr optimistisch. Gut, klar, wenn es irgendwo zwackt,
dann denkst du immer, naja, was ist jetzt wieder? Ne? Ist ganz klar. Klar, ganz klar. Ne? Aber ich bin eigentlich so positiv mittlerweile. Ich finde jeden Tag was Gutes. Ja, das ist wichtig. Ich glaube, das ist super wichtig, wenn man so krank ist, dass man so ein gutes Denken in sich hat. Ja, vor allen Dingen, man sieht mir das ja auch gar nicht an. Also viele würden das gar nicht glauben, wenn sie mich so sehen. Also ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, Claudia, dass du das noch sehr, 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 sehr lange im Griff haben wirst. Danke, das und dass diese böse Krankheit, dass du die beherrschst und nicht umgekehrt. Ja, da bin ich. Du machst aber auch einen sehr guten Eindruck, einen sehr positiven Eindruck. Ja, sehr, finde ich. Wirklich. Nach jemand, der so schon 6 Jahre sich mit so einer Krankheit rumschlägt, finde ich das schon toll und erstaunlich. Weiter so, wirklich. Du, wenn ich mich hängen lasse, dann geht es mir schlecht. Glaube ich. Habe ich gemerkt. Ja, und wenn ich gut drauf bin, und wenn ich mir was Schönes kaufe. Ne? Heute habe ich mir gerade wieder was gekauft. Was hast du dir gekauft? Ich habe mir eine ganz tolle Bluse schon für den Sommer gekauft. Ja. Das sind die kleinen Freuden, ne, die man sich dann so macht. Genau, ja. Und wenn es ein Eis ist im Sommer, hier mal ein Zückerchen. Aber ich bin auch total happy, dass ich jetzt durchgekommen bin. Ich freue mich sehr, dass wir haben sprechen können. Und wie gesagt, nochmals von Herzen meine besten und guten Wünsche für dich. Danke. Liebe Claudia. Ganz lieb von dir. Mach's gut. Mach du auch weiter so, ne? Dankeschön. Tschüss. Du, noch ganz kurz. Ja. Noch was ganz Kurioses. Du warst mal ein Nachmieter meines Mannes. Du hast mal in der Nähe vom Oberlandesgericht gewohnt. In Köln, in der Tat, ja. Ganz oben. Ja, in der Tat. Da hat mein Mann auch ganz früher mal gewohnt. Das ist ja lustig. Wie war seine Junggesellenbude, als wir uns kennenlernten. Wie klein die Welt ist. Ja. Wie klein schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke, will ich auch. Alles gut. Mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Rot. Also wenn ihr gerade im Fernsehen rumgezappt seid und seht unten das Thema Rot, dann werdet ihr denken, was machen die denn da? Was ist denn das für ein Thema? Ist das überhaupt ein Thema? Ja, wir finden schon. Also wir haben gerade ja schon gehört von Claudia, die, wenn die das Wort Rot hört, denkt sie an ihre schlimme Chemotherapie, weil die Flüssigkeit der Chemotherapie eine rote Farbe hatte. Was fällt euch zu Rot ein? An vielleicht dramatischen Sachen, traurigen Sachen, schönen Sachen, bizarren Sachen. Wenn euch da was einfällt und ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Jenny ist hier. Jenny ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jenny. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und du hast dich auch zum Thema Farbe Rot gemeldet. Ja, richtig. Warum? Also, und zwar, ich habe halt Wut gegen meinen Stiefvater. Da er mich rausgeworfen hat. Also im Prinzip meine Mutter, aber er hat sie halt vor die Wahl gestellt, entweder er oder ich. Ach, gibt es da noch Geschwister? Noch andere oder nur du? Ja, ich habe noch einen älteren Bruder, der wird 20 und mein jüngerer Bruder, der auch von meinem Stiefvater ist, der wird 9 Jahre. Also der 9-Jährige ist klar, der ist da und der 20-Jährige ist der schon raus aus der Familie? Nee, der ist schwul und der wird jetzt bald zu seinem Freund ziehen. Ah ja. So, was ist jetzt genau da passiert? Weswegen mag er dich nicht? Ja, also der mochte mich von Anfang an nicht. Also ich bin mit 6 Jahren da hingezogen und so ein halbes Jahr, nachdem ich eingezogen bin, fing er halt an, mich zu schlagen. Aha. Und ja, und hat deine Mama das mitbekommen? Ja, oft. Also sie hat sogar mal gesagt, ich soll mich bei ihm entschuldigen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und er hat mal wieder ohne Grund zugeschlagen. Also und sie ist nie dazwischen gegangen, wenn sie dich, also ihre Tochter, du bist ja nur ihre Tochter, wenn sie dich geschlagen hat, ist sie nicht dazwischen gegangen? Also sie ist oft weggegangen, wenn wir uns gestritten haben, ich und mein Stiefvater. Und also sie hat da oft gar nichts getan. Ja, und darüber bin ich halt sehr wütend. Und wenn er mit 6 Jahren schon angefangen hat, dich zu schlagen, hat er dich jetzt bis zuletzt geschlagen? Ja, also ich bin jetzt im Heim, also ich wohne im Jugendwohnen. Und ich wohne jetzt fast 2 Jahre hier und bis dahin hat er mich geschlagen. Also bis zu deinem 15. Lebensjahr ungefähr hat er dich geschlagen? Ja. Sehr schlimm geschlagen? Er hat mich oft mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, er hat Umzugskisten auf mich geworfen und solche Sachen. Und da, ich muss es nochmal fragen, weil ich ganz irritiert und empört auch bin, denn da ist deine Mutter nie zwischengegangen. Ja, also ganz selten. Also in dem letzten Vorfall, da habe ich auch Polizei gerufen und da hat er mich wieder mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen
Und dann habe ich halt geschrien und dann kam halt meine Mutter und hat ihn halt weggeschubst. Und es waren, ich meine, letztendlich ist es völlig egal, was für Anlässe das waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche nichtigen Sachen gewesen sind, weswegen er dann ausgerastet ist. Ja, also es waren wirklich nichtige Sachen und er hat also auch... Aber selbst auch wenn es heftige Sachen gewesen wären, ist das kein Grund, keine Rechtfertigung, dass man sich so jemandem gegenüber verhält, ne? Um es mal klarzustellen. Ja. Ja. So, und dann hat der deine Mutter vor die Wahl gestellt, entweder geht er oder du fliegst raus. Richtig. Und hat deine Mutter sich für ihn entschieden? Ja. Und das war halt auch eine sehr harte Entscheidung für mich und ich wusste halt auch gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Also sie hat einen Tag vorher gesagt, also ich krieg doch keine Kinder, um sie wegzuschicken. Mhm. Ja, und dann einen Tag später sagte sie mir beim Spülen, du musst gehen. Mhm. Sag mal, der Bruder, der 20-jährige Bruder, das ist auch sein Stiefsohn, ne? Nee, also das ist mein richtiger Bruder. Der kleinere Bruder ist mein Halbbruder. Ja, eben. Das ist also nicht der Vater, also der dich geschlagen hat, ist nicht der Vater von dem 20-jährigen Jungen. Nee, genau. Nee. Mhm. Und hat er sich denn dem gegenüber auch so aufgeführt wie dir gegenüber? Nee, absolut nicht. Auch sonderbar, ne? Ja, das ist echt. Hat denn der Bruder dann, hat der denn wenigstens, ich meine, das war dein älterer Bruder, hat der denn zu dir gestanden oder hat der sich rausgehalten? Der hat sich rausgehalten. Mhm. Der hat auch fast gar keinen Streit mit ihm gehabt, gar nichts. Ja. Auch gerade nicht so schön, ne? Nee, absolut. Eigentlich wünscht man sich ja dann einen älteren Bruder, der zu einem hält. Und ja, mein Vater, dem habe ich das auch oft erzählt und dem war das scheißegal. Also dem richtigen Vater. Richtigen Vater, genau. So, jetzt kriege ich als 15-jähriges Mädchen, als 15-Jährige, wo man ja eh genug mit sich selbst zu tun hat, kommt man in so einen Horrorzustand, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann entscheidet sich die Mutter gegen einen. Ja. Was hast du denn da damals auch für deine Mutter empfunden? Ich habe nur Hass empfunden, also wirklich. Ich war so sauer auf meine Mutter und wie ich dann ausgezogen bin im Sommer. Hm. Also sie hat mir auch eine Frist gesetzt, bis Sommer soll ich halt ausziehen. Und da war ich so sauer darüber, dass ich auch erstmal 2 Monate gar keinen Kontakt mit ihr hatte. Kann ich verstehen. Und ich hatte erst wieder Kontakt bekommen halt durch meinen kleinen Bruder. Weil mein kleiner Bruder bedeutet mir halt super viel. Den magst du sehr gerne. Ja. Hm. Wie ist denn im Moment der Kontakt zu diesem Haus? Also hast du zur Mutter Kontakt? Ja, zu meiner Mutter habe ich wieder besseren Kontakt. Sie hat sich auch sehr geändert. Und bereut die das denn mittlerweile, dass sie sich damals nicht vor dich gestellt hat? Das weiß ich nicht, das hat sie mir nie erzählt. Gehst du denn die besuchen? Oder? Ja, gehe ich auch öfters. Sie kommt morgen, weil ich habe ein Hilfeplangespräch. Ein was für ein Gespräch? Mit dem Jugendamt. Ein Hilfeplan? Ein Hilfeplangespräch, genau. Was ist das? Das ist, da kommt das Jugendamt, eine vom Jugendamt. Mhm. Und eine Betreuerin, die hier auch ist, und meine Mutter und ich. Und da geht es darum, wie es weitergeht mit dir, genau. Oder? Ah ja. Mhm. Genau, also es soll halt besprochen werden, ob ich eigene Wohnung gehen darf oder nicht. Ah ja. Mhm. So, wenn du da hingehst und deine Mutter besuchst und deinen kleinen Bruder, organisierst du das dann so, dass er nicht da ist oder begegnest du ihm dann da auch? Also ich begegne meinem Stiefvater oft. Und wie ist das dann für dich, wenn du ihn siehst? Also ich sag zu meiner Mutter, ich sage jetzt mal ganz böse, das Arschloch. Und meine Mutter sagt immer so, reiß dich zusammen. Und redet ihr dann überhaupt miteinander, wenn ihr... Nee. Also eine komische Situation. Du bist dann zu Besuch, da wird ja vielleicht mal was gegessen oder Kaffee getrunken oder so. Ja. Und da wird kein Wort miteinander geredet. Nee, gar nicht. Also ich rede gar nicht mehr mit ihm. Und ich möchte ihn auch anzeigen. Ich hatte das schon vorher vorgehabt und meine Mutter hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und da habe ich das nicht gemacht und eigentlich nur aus Liebe zu meiner Mutter, weil meine Mutter bedeutet mir im Endeffekt ja schon viel, auch wenn sie halt so entschieden hat. Ja. Das ist ja immer noch meine Mutter und und ich habe mich dann dazu entschlossen, weil meine Mutter halt auch ausziehen möchte, weil sie mit meinem Stiefvater jetzt nicht mehr klarkommt. Ach so. Und meinen Mann kennengelernt hat. Ach so, es entwickelt sich da auch einiges, dass sie weggeht von ihm. Genau. Und überlegst du denn jetzt aufgrund der neuen Situation, dass du ihn anzeigst? Genau. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt, ob sie denn für mich aussagen würde, weil sie ist halt meine einzigste Zeugin, die ich habe. Mhm. Und dann meinte sie so eiskalt nein. Und das war aus dem Grund wegen Geld. Also weißt du, Jenny, es ist deine Mama, hast du gerade gesagt, ne? Mhm. Aber ich halte nicht viel von der Frau, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Ja.
Ich finde das unglaublich, dass sie damals, es fing ja schon ganz früh an, ich finde ganz schlimm, dass sie nicht dazwischen gegangen ist, als ihr kleines Mädchen geprügelt wurde von dem Kerl. Ja, ich bin auch oft eingesperrt worden und er hat mich beleidigt und so. Hat auch mein Handy geklaut und hat also solche Sachen. Also er hat mich echt psychisch fertig gemacht. Ich habe 6 Selbstmordversuche hinter mir. Und dann finde ich wahnsinnig, dass sie sich für ihn entschieden hat und nicht für dich. Ja. Und selbst jetzt, wo sie von ihm weggeht, steht sie dir nicht bei und erzählt irgendetwas von Geld. Ja. Ich finde das schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Ich bin richtig sauer darüber. Du bist so tapfer und ziehst das durch, mit 15 auszuziehen. Das ist ja nun alles sehr schwierig. Ja. Das ist auch sehr schwierig, hier für mich zu wohnen. Und das macht mich alles ziemlich fertig. Also ich komme hier gar nicht mehr klar. Und deshalb haben meine Betreuer halt sich entschieden, dass sie gesagt haben, es wäre besser, wenn ich hier ausziehen würde. Weil ich mich halt auch ständig mit meinen Betreuern streite. Ja. Und weil ich halt gar nicht hier sein möchte. Weil ich also du hast schon Lust auf eine eigene Wohnung? Ja. Eigentlich für Wende, klar, ist ja auch das Tollste dann irgendwann. Ja. Bist du da auch in psychologischer Betreuung? Nee, habe ich abgelehnt. Warum? Weil ich habe immer gesagt, dass ich das alleine mit mir klären möchte. Und aber ich merke eigentlich, dass es gar nicht geht und dass ich. Finde ich auch eine falsche Entscheidung, Jenny. Ich finde es immer gut, wenn Leute auch viel alleine regeln. Man muss nicht wegen jedem Seelenpups zum Psychologen rennen. Aber es gibt manchmal Sachen, die einem widerfahren oder schlimme Sachen auch in der Vergangenheit, so wie du es gerade von dir erzählt hast. Da ist das schon sehr hilfreich, wenn da eine Fachfrau oder ein Fachmann an deiner Seite steht, um dir einfach beizustehen. Ja. Auch solche Dinge zu beraten, anzeigen, nicht anzeigen, wie mache ich das, bin ich stabil genug dafür und so weiter. Da muss man dann auch nicht so ganz heroisch sein und sagen, ja, ich schaffe das alles alleine. Da würde ich schon auch dann Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Also ich kann zwar mit meinen Betreuern darüber reden, aber die sind halt nicht so Psychologen. Also genau, nee, das müssten dann schon richtig ausgebildete Psychologen sein. Ich würde dir gerne meine Psychologin jetzt geben. Ja. Da kannst du mit ihr auch mal beraten, wie du da vielleicht in der Zukunft vorgehst, wenn du dir einen guten Therapeuten suchst. Ich möchte das auch morgen dann beim Hilfeplangespräch, möchte das halt ansprechen. Ja, wunderbar, dann können wir dich heute Abend noch ein bisschen briefen, ein bisschen vorbereiten. Ja, das ist doch eine gute Fügung. Also, liebe Jenny, das tut mir sehr leid, was da in der Vergangenheit passiert ist mit dir. Ich bin total aufgeregt immer noch, dass ich durchkam. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass du das schon schaffen wirst. Ja, ich hoffe, dass ich schaffen werde. Ja. Ich habe auch schon viel erlebt und der hat eigentlich meine ganze Kindheit versaut und ich meine, ich habe hier mein Leben aufgebaut und bin halt froh, dass ich ein Leben aufgebaut habe. Wie ist das denn? Hast du eine Schulausbildung oder gehst du noch zur Schule? Ja, ich mache so ein freiwillig soziales Jahr und da bin ich im Moment im Krankenhaus. Super, super, auch toll, finde ich auch klasse. Ja. Und der Traum beruflich, wo sollst du mal hingehen? Erzieherin. Ist das eine gute Vorbereitung jetzt schon? Ja. Das freiwillige soziale Jahr. Genau, da mache ich auch jetzt bald im Kindergarten und da freue ich mich auch super drauf. Also, liebe Jenny, toll, toll, toll für alles. Ja. Meine Psychologin, die Simone, ruft dich jetzt an und dann könnt ihr noch alles besprechen, auch morgen noch für das Gespräch, okay? Ja, kann ich dann auch noch ein Autogramm haben? Ja, klar. Dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift. Ja, okay. Danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zum Thema Rot. Das ist heute unser Thema. Was fällt euch zum Thema Rot an? Jenny hat mal gerade, die sagt Wut auf meinen Stiefvater. Davor war die Claudia, die erzählte, dass es ihr ihre Chemotherapie einfällt, weil die Flüssigkeit rot war. Was fällt euch mit oder zur Farbe Rot ein an dramatischen oder vielleicht auch schönen Erlebnissen? Wenn ihr mögt, meldet euch unter 0800 220 5050. Hier ist Jana und Jana ist 20 Jahre alt. Hallo Jana. Ja, hallo. Hallo. Zur Farbe Rot. Ja, ich habe da eine relativ lustige Geschichte. Ja, erzähl mal. Ich bin Synästhetikerin. Ah, das sind die Menschen? Heißt, ja. Erklärst du. Bei mir ist es so, wenn ich etwas höre, Geräusche oder Stimmen von Menschen, verbinde ich die mit Farben. Mir geht's genauso. Aber erzähl du. Ja, bei mir ist das so, dass ich meine Welt eigentlich nicht
normal wahrnehmen kann. Ja. Also egal, was ich höre, wie ich sehe alles immer in Farben. Komplett bunt. Also ein Baum ist bei mir nicht immer unbedingt grün, sondern der kann genauso gut rot sein. Ah, nee, das habe ich nicht so. Ich habe das so nicht. Ich habe nur, wenn ich gewisse Sachen höre, habe ich, oder bestimmte Töne höre, habe ich dazu Farben im Kopf. Ja. Also wenn ich eine klassische Musik beispielsweise höre, ist das bisweilen ein ganzes Spektakel von bunten Farben, die mir durch den Kopf gehen, aufgrund der Töne. Ja. Ja, und bei mir sind direkt diese zwei Sinne miteinander verbunden. Ah. Also es gibt da keine Trennung dazwischen. Also, erklär es mal. Du siehst einen im Frühling einen sehr schönen grün ausgeschlagenen Baum. Siehst ihn im ersten Moment grün und dann wird er irgendwie andersfarbig auch, oder wie? Der muss nicht mal am Anfang grün sein. Der kann genauso gut blau sein oder rot. Je nachdem, welche Töne und Geräusche, Stimmen mich umgeben. Das ist also. Und wenn du dir die Ohren zuhältst und gar nichts hörst, dann ist er grün? Nee, funktioniert auch nicht. Funktioniert auch nicht. Weil es dringt immer etwas durch. Also ich bin sehr feinhörig. Ja. Und so zu dem Thema Rot jetzt. Ja. Also ich verbinde natürlich auch die rote Farbe mit bestimmten Geräuschen, bestimmten Stimmen von Menschen. Ja. Welche, sag mal zum Beispiel, welche Geräusche für dich rot sind? Rot sind für mich sehr laute Geräusche, chaotisch auch. Ja, für mich etwas übrigens sind Autohupen sind oft rot bei mir. Autohupen, ja. Nicht immer, aber manche Autohupen, die so ein bisschen eher eine höhere Frequenz haben, sind rot. Nicht ja, gerade das. So auch in meine Richtung. Nicht, wenn, nur, dass sich dann bei mir die komplette Umgebung rot färbt. Ah ja, das ist natürlich dann ganz krass, ne? Ganz besonders. Ja. Mhm. Also es ist auch bei Menschen so, ich ordne eigentlich jedem Menschen eine bestimmte Farbe zu, womit ich aber auch Eigenschaften verbinde. Das heißt, der Mensch teilt mir durch seine Stimme eigentlich mit, was er denkt, was er fühlt im Moment, wenn es ihm schlecht geht. So, zum Beispiel merke ich das. Du hörst meine Stimme. Du kennst meine Stimme. Teilt dir diese Stimme mit? Also es gibt eigentlich drei Kategorien von Menschen. Mhm. Rote, blaue und grüne. So, das sind die drei Oberkategorien. Du gehörst zu den blauen Menschen. Ja, was sind die blauen Menschen? Was bedeuten die? Also blaue Menschen sind für mich sehr tiefgründige Menschen. Ja. Von denen gibt es nicht ganz so viele. Mhm. Ich habe in meinem Freundeskreis einige, die viel erlebt haben. Mhm. Und hinter die Fassaden auch gucken. Also schnell auch an bestimmte Dinge durchschauen. Ja. Lass uns über die roten Menschen sprechen. Ja, rote Menschen. Was sind rote Menschen für dich? Rote Menschen sind eigentlich sehr extrovertierte Menschen. Ja. Die aus sich rausgehen können, die ihre Meinung vertreten. Ja. Könntest du ein Beispiel eines Prominenten vielleicht nennen, der dir gerade spontan einfällt und sagst, ja, das ist ein roter Mensch, ganz klar, in meiner Kategorie? Rainer Kallmund. Rainer Kallmund. Rainer Kallmund. Der ist mir sehr hängen geblieben, weil der klar sagt, was er denkt und sehr direkt ist und das auch durchsetzen kann, was er möchte. Ja. Also durchaus auch eine positive Kategorie, die roten Menschen. Ja, Was, durchaus. Was ist, welche Kategorie ist unsere Bundeskanzlerin für dich? Oh, schwierig. Also ich würde sie so irgendwo zwischen blau und rot zwischen grün und rot einordnen. Ja, was ist grün? Was sind die Eigenschaften des grünen Menschen? Grüne Menschen sind eigentlich so, das ist eigentlich die breite Masse. Ja. Das sind Menschen, die eigentlich sehr positiv auch eingestellt sind, sehr lebenslustig auch, die Spaß haben können, die auch eine gewisse Lebensfreude ausstrahlen. Ja, ja. So, unser Thema heißt ja nun Rot. Dominiert Rot bei dir in deiner Wahrnehmung, wenn du durch die Welt gehst, wenn du, egal, auch in deinem Alltag bist? Ja. Das dominiert. Also es ist eine sehr dominierende Farbe, neben dem Grün, einfach weil es oft Situationen gibt, die sehr chaotisch sind. Ja, ja. Und dann kann ich viele Geräusche nicht haben und laute Geräusche schon vielleicht gar nicht. Mhm. Also ich halte mich auch nicht so gerne in der Stadt auf. Mhm.
Da muss es für dich ja auch ein Eldorado sein, in der Natur zu sein, in den Bergen zu sein, wo es ganz still ist oder irgendwo, in unberührter Natur, wo gar nichts zu hören ist. Ja, Wenn du gar nichts hörst, ist das auch eine... Habe ich bisher noch nicht erlebt. Ach, hast du noch gar nicht erlebt? Nee. Ich habe so, auf Reisen habe ich es erlebt. Hoch in den Bergen, in Skandinavien und so habe ich es gemerkt. Mhm. Bemerkt. Ja. Also ich war noch nicht viel weg und selbst der Wind erzeugt ein bestimmtes Geräusch. Mhm. Und auch das nehme ich wahr. Ja. Und also ich fühle mich manchmal recht blind auch, weil ich eigentlich nie sagen kann, das hat jetzt diese Farbe, das hat jene Farbe, sondern es ist alles immer knallbunt. Mhm. Nun klingt das vielleicht für jemanden, der sich da überhaupt nicht reindenken kann. Ich kann mich da so ansatzweise reindenken, aber so diffizil ist es bei mir nicht wie bei dir. Ist das okay? Kann man damit leben? Oder würdest du sagen, das ist schon irgendwie eine Einschränkung, weil man zu vielen Eindrücken ausgesetzt ist? Also ich sehe es immer so als behindernde Begabung an. Ja. Es ist eine Begabung auf der einen Seite, weil ich Menschen sehr gut einschätzen kann und die mir eigentlich auch nichts vormachen können. Ja. Auf der anderen Seite kann ich an Aktivitäten wie Diskos zum Beispiel nicht teilnehmen. Mhm. Das ist für mich absolut überfordernd. Das geht nicht, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also ich bin zweimal in der Disco gewesen, was immer damit geendet hat, dass ich ohnmächtig geworden bin. Das ist eine absolute Reizüberflutung für mich. Ja. Weil ich muss ja nicht nur die Geräusche verarbeiten, und das, was ich sehe, sondern auch gleichzeitig die Farben. Ja. Und in der Disco hat man schon Farben. Ja, die sind eh schon da. Und dann kriegst du die auch noch durch dein Gehirn vorgespielt, auch noch zusätzlich. Mhm. Ja. Also viel zu viel und völlig überfordernd für mich. Ja. Was hat, gibt es einen Wochentag für dich, der die Farbe Rot trägt? Nein, eigentlich nicht. Es war früher mal so, das war bei mir immer der Dienstag. Nein, bei mir auch. Der Dienstag ist rot bei mir. Das ist ja lustig. Ja, der Dienstag ist wirklich ein roter Tag. Und der Freitag ist gelb. Ja, der war bei mir immer grün so. Das war immer die Hoffnung auf Wochenende. Weißt du, wenn jetzt gerade Leute zufällig reinzappen, die denken auch, die sind bekloppt da, was die da erzählen. Der Freitag ist gelb. Nein, der ist für mich grün und so weiter. Ja, Jana, also... wie hast du es gerade gesagt? Eine Gabe, die dich auch behindert irgendwie. Behindert, ja. Aber du musst du dich engagieren, ne? Und muss man das Gute rausziehen? Ja, also ich bin damit geboren worden. Ja, mein Vater hat es auch. Ja. Und also er hat mir dann so die Welt erklärt, der Himmel ist immer blau. Und ich sage so, nein, Papa, der Himmel ist im Moment nicht blau. Ja. Ich sage so, doch, der ist immer blau, wenn die Sonne scheint. Und das wollte ich erst nicht verstehen. Das konnte ich auch nicht verstehen. Weil der von Minute auf Minute wechseln kann. Also man muss sich das auch so vorstellen, man hat gefärbte Sonnenbrillen und alle paar Sekunden wechselt die Sonnenbrille. Ja. Und aber das muss man ja wirklich als Kind dann auch irgendwann erstmal verstehen, dass man wirklich nicht verrückt ist. Wenn die anderen immer sagen, nee, das ist blau und man sieht das selbst als rot plötzlich. Da muss man ja auch erstmal eine Entwicklung durchmachen, um das zu kapieren. Das ist bei mir halt so und das ist auch nichts Schlimmes und das ist keine geistige Störung oder weiß ich was. Ne? Ja. Liebe Jana, danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Weiter geht es mit der oder dem Lenny. Hallo, der, ne? Dem Lenny, ja. Dem Lenny. Moin. 42 bist du. Guten Morgen. Ja. Ja, mein Lieber. Farbe Rot ist bei mir. Farbe Rot, genau. Ich bin einmal nach Hause gekommen. Da war ich um die 13, 14, 15, 16 rum, also ziemlich jung noch. Ja. Ging halt ins Badezimmer, weil ich mir die Hände waschen wollte. Und dann machte ich das Licht an und dann war da alles rot. Die Badewanne war komplett voll, das Waschbecken, der Boden, alles komplett voller Blut. Ja. Spiegel voll und alles. Ich bin dann halt der Spur nachgegangen und dann ins Schlafzimmer von meiner Mutter reingekommen. Und dann lag sie halt da im Bett. Und hat sich beide Handgelenke so mit Moll oder so verbunden oder mit Tüchern halt. Mhm. Hat sie sich beide Puls an und aufgeschnitten. Und das fing im Badezimmer an, dadurch die ganze Verschmutzung? Ja. Da habe ich das festgestellt. Ja, da warst du ein ganz junger, warst du zwischen 13 und 15 ungefähr? Ja, so ungefähr in die Richtung. Und wie war deine Mutter da verstorben? Oder? Die ist da nicht gestorben. Das war ja das... Also ich muss ungefähr um die 15 gewesen sein. Mhm. Das erste Mal, wo ich sie halt gefunden habe, war ich 13 Jahre alt. Da hat sie aber 120 Schlaftabletten genommen. Ach so.
Das war halt sehr untypisch für sie halt. Das, normalerweise war es immer irgendwie Tabletten. Wie viele Selbsttötungsversuche hatte sie denn schon unternommen, als du dieses... Ich habe gar nicht mehr gezählt. Also manchmal dreimal die Woche. Das ging meine ganze, von 13 an wurde es dann mit 14, 15 zum 16. Lebensjahr wurde es dann richtig heftig, dass mittlerweile dann irgendwann mit uns in der Stadt hier die Krankenwagenfahrer mich schon gerüstet haben. Weil sie schon alle bei uns gewesen sind. Lass uns mal bei dem einen Vorfall bleiben. Du kommst in das Schlafzimmer rein, du siehst deine Mutter, wie die sich Mullbinden umgewickelt hat. War die da bei Bewusstsein oder war sie ohnmächtig? Die war am Schlafen, tiefenfest am Schlafen, war gleichmäßig am Atmen und so weiter und so fort, auch tief durch am Atmen und so. Ja. Dann habe ich mir gesagt, lass lieber schlafen, bevor sie halt dann weiter trinkt oder irgendwie da weiter so, was du, versucht. Du hast nicht den Krankenwagen angerufen? Nee. Ich meine, das ist ja erschreckend, wenn das ganze Badezimmer voller Blut ist und eine Blutspur zum Bett hinführt. Das war, die hat schon relativ viel verloren, aber ich habe ja so relativ die Erfahrung gehabt. Also es kam auch so vor, dass sie halt mal so 150 Pillen genommen hatte. Und ich habe halt zu früh die Krankenwagenleute angerufen und die konnte halt noch Nein sagen, haben sie liegen gelassen. Warum hat deine Mutter so sehr mit dem Leben gehadert damals? Ich glaube, das fing halt an, als dann damals meine Oma gestorben ist, irgendwann so 73, 72, das hat sie einfach nicht verarbeitet. Das hat sie nicht hingekriegt. Das war ihre Mutter? Ja, ihre Mutter. Die war halt auch alkoholabhängig und tablettenabhängig. Deine Mutter? Ja. War nicht depressiv halt, ne? Ja. Sie hat so viele Selbsttötungsversuche unternommen. Hat sie denn dann noch lange gelebt oder ist es irgendwann... Mit 40 hat sie sich dann endgültig umgebracht. Und das kam auch so ganz unerwartet, weil sie eigentlich schon 2 Jahre da eigentlich clean und trocken war. Ne? Mit 40, wie alt warst du da? Da war ich 23. 23, ja. Das heißt, deine ganze Jugend hast du damit verbracht, dass deine Mutter sich ständig umbringen wollte? Ja, ich habe sie ständig gerettet halt. Ne? Das war das Problem. Aber man kann niemanden... Das Ding halt, man liebt den niemanden. Ich habe meine Mutter ja geliebt ohne Ende. Das war ja auch, wenn sie mal gesund war, eine Zeit lang auch mal, wo es halt Monate oder mal ein Jahr dazwischen lag, wo sie halt, wo sie halt gut ging, dann war sie ja die beste Mutter, die ich vorstellen kann. Es waren halt keine, ich hatte keine Eltern gehabt, die mich geschlagen haben oder mich misshandelt haben oder sonst irgendwas. Konnte mir ja gar nicht böse sein. Es war schon eine Krankheit gehabt. Also ne? es gab auch einen Vater. Deine Mutter war nicht alleinerziehend. Nee, mein Vater war, der hatte damals ein eigenes Geschäft aufgezogen. Ja. Und das war für deinen Vater dann ja auch sehr belastend. Und deine Mutter war nicht in psychiatrischer Behandlung? Doch, ständig. Ständig, ja. Auch mit Gerichtsbeschlüssen und so weiter und so fort. Aber wenn jemand nicht will, einfach nur nicht will. Meine Mutter ist ja in dem Moment, wenn sie dann klar war, irgendwie, wenn sie dann in dieser Institution gesessen hat, damals war das noch nicht so toll, ne, in diesen Läden. Sie ist als Alkoholikerin reingegangen und kam als Tablettenabhängige wieder raus. Ja, das war das Problem damals. So Gesprächstherapien oder sowas gab es ja nicht. Nein, es gab auch nicht die guten Medikamente, die es heute gibt, von denen die Menschen nicht abhängig werden. Und, genau, das war das Problem. Die hat diese ganzen Sachen dann irgendwann vermischt halt. Ne? Ja. Wie hat sie sich denn dann letztendlich das Leben genommen? Mit 150 Tabletten. Das waren aber dann richtige amtliche Dinge halt, weil die Schlaftabletten konntest du ja schlucken wie Smarties halt. Ne? Und hast du sie gefunden? Nee, das war das Problem. Ich habe ja dann 86 habe ich das letzte Mal mit ihr Weihnachten gefeiert und dann war ich dann selber auf Sauftour und wollte eigentlich Silvester noch so anrufen oder ein Jahr später, also das Jahr darauf noch anrufen und dann rief mich ihr neuer Mann an, den sie damals schon hatte und der sagte dann zu mir, deine Mutter ist tot. Und ich so, komm, spinnst, kann nicht sein, da ging es doch jetzt 2 Jahre lang gut. Und es fing an zu weinen an, die ist tot, die hat sich mit 150 Pillen umgebracht. Und der hatte Krebs gehabt und hat halt sehr viele Pillen zu Hause gehabt, auch gegen Schmerzen und gegen die Krankheit selber auch. Und da hat sie sich natürlich die richtige Person... Und so ein Cocktail zusammengemischt. Ja. Und dann habe ich mir die Schuld gegeben, weil jetzt hat ich sie nicht gefunden. Und ich habe mir anderen gesagt, irgendwie so eine Stimme, hat mir immer gesagt, so ruf mal deiner Mutter an, mal gucken, wie es ihr geht. Oder wünsche ihr mal ein neues Jahr. Und das habe ich dann mal rausgezogen. Und dann ist sie auf dem 6. oder 7. Januar ist sie dann gestorben. Und dann habe ich ihr dann aber die Schuld gegeben. Aber das siehst du heute wahrscheinlich hoffentlich anders. Dass du da keine Schuld dran trägst, sondern dass das Entwicklung ihrer schweren... Irgendwie habe ich das mal auf die Reihe gekriegt. Ja, wieder, ne? Weil das ist ja wirklich eine große angelegte Krankheitsgeschichte. Und die dann darauf hinausgelaufen ist. Und ja,
Das Problem war, mein Vater wollte mich nicht alleine lassen mit meiner Mutter und ich wollte meinen Vater mit meiner Mutter nicht alleine lassen, weil sie hat immer so zwischen uns gestanden. Mhm. Die Kommunikation zwischen meinem Vater und mir stimmte da gar nicht so richtig. Ja. Ne? Also eigentlich, er wollte, dass ich irgendwie jugendamtmäßig eine eigene Wohnung kriege und dann, damit er sie halt dann auch irgendwie verlassen kann. Und wenn sie dann ganz alleine ist, dann würde sie halt irgendwo auch dann mal zwangsweise in irgendwelchen Institutionen reinkommen. Die hat ja immer damit gesagt, ich habe eine Familie, ich muss mich ja um meinen Sohn kümmern und damit hat sie immer rausgeredet, nicht therapiert zu werden. Auf jeden Fall war jetzt so die, deine Assoziation zum Thema Rot war das Blut damals im, im Badezimmer, als du sie gefunden hast. Ja, ja. Das ist das, das Ding halt, ich zwischendurch war auch so, dass ich auch mal eine Zeit lang mit ihr, wo sie halt von meinem Vater getrennt war, alleine gelebt habe und da sie ist ja unglaublich losgezogen. Dann, wenn sie mehrere so Cocktailmäßig drin hatte, wurde sie erstmal furchtbar rabiat halt. Ja, ne? Dann ist die einmal irgendwie auf dem Balkon, wir hatten damals 4. Stock gewohnt, dann ist sie über auf dem Balkon und Kopf über runter. Boah, das sind natürlich auch also Erlebnisse, die man als Kind, die sich tief einprägen, ne? Wirklich tief einprägen. Ja, da war ich so 18, 19 oder schon Anfang 20 war ich da. Ich habe sie gerade noch an den Fußknöcheln gerade noch zu fangen gekriegt, ne? Dann ging der Kopf oben runter und ich habe es halt festgehalten und dann irgendwie ziemlich heftig mit den Kämpfen eine halbe Stunde lang, bis sie über die Packung gezogen wurde, zurück hatte. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Lieber Lenny, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche auch dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Thomas ist hier. Thomas ist 43. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Thomas. Es piepst. Hallo, Thomas. Pieps. Thomas? Ja, hallo, Jörg. Jo, da bist du. Was piepst denn da? Ja, das ist der Akku. Ich habe ein schnurloses Telefon und der Akku ist gleich leer. Das ist nicht gut. Sollen wir mal kurz anfangen? Und du solltest natürlich dein Fernseher ganz leise drehen. Ja. Das sagen wir ja immer wieder gerne, seit vielen Jahren. Thomas, Farbe Rot. Farbe Rot, ja. Du solltest den Fernseher am besten ganz leise drehen. Jetzt ist er abgekackt. Naja. Dann machen wir weiter mit der Dorothee. Und Dorothee ist 28. Hallo, ja, Dorothee. Hallo. Guten Morgen. Ja, bei dir gibt es keinen Akku, der leer ist. Nee. Das ist gut. Dorothee, also, zur Farbe Rot. Ja, die Farbe Rot verbinde ich mit Blut. Mit Blut. Ja, das fing damit an, dass ich im Jahr 2004 ein großes Hämatom in der Gebärmutter hatte. Mhm. Wo bist du da? Ich höre so viele Geräusche im Hintergrund. Ja, wir haben noch das Radio an, das machen wir jetzt eben leiser. Also 2004, ein schlimmes Hämatom in der Gebärmutter. Ja, ob es schlimm war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann abends ja von der Couch aufgestanden und auf einmal lief das Blut nur noch. Ja. Ich dann schnell ins Bad, auf die Toilette, weil ich wusste nicht, wie ich das Blut noch halten soll. Ja. Mein Mann hat dann sofort den Notarzt angerufen. Der kam auch, ich sag mal, innerhalb von 5 Minuten war der hier. Ist man ja wahrscheinlich wahnsinnig beängstigt, ne? Ja, sicher. Irre ja, beängstigt. Sicher. Mhm. Ja, sicher. Und dann sofort ins Krankenhaus. Der also du warst nicht schwanger oder irgend sowas? Das kommt noch, kleinen Moment. Ja. Und dann sagte der Arzt, ja, ich bräuchte Bluttransfusion, weil ich so viel Blut verloren hätte. Und das habe ich abgelehnt, ich wollte es nicht. Mhm. Ja, dann wurde ein Ultraschall gemacht und da sagte er, ja, Glückwunsch, wir sind in der 17. Woche schwanger. Ach, und du wusstest es gar nicht? Nein, wir wussten das absolut nicht. In der 17. Woche schon? Ja. In der 17. Woche? Ja, das ist der 5. Monat. Aber hallo, und du hast nichts gemerkt davon? Nein, gar nicht. Ja, wie war jetzt, durch was hat die Blutung nur ausgelöst? Dieses Hämatom ist geplatzt. Ja. Und, ist das, ich habe keine Ahnung, ist das schlimm, wenn man in einer Schwangerschaft ein Hämatom hat? Ich denke mal schon. Normalerweise überleben die Kinder gar nicht. Ja, und dein Kind? Hat überlebt. Hat überlebt und alles in Ordnung. Ja, also trotz der Ärzte, die haben gesagt, die geben dem Kind keine Überlebenschance. Mhm. Und dann haben sie natürlich hier richtig gebangt und gehofft, dass es natürlich doch klappt. Ja. Musste jede Woche zum Frauenarzt, war auch immer alles in Ordnung. Ja. Und der Kleine kam 10 Wochen zu früh. Mhm. Na, aber es ist trotzdem. Wie hat man denn dann diese Blutung zum Stillstand bekommen? Das ist von alleine, das hat von alleine aufgehört. Sobald das ganze Blut abgelaufen war aus diesem Hämatom. Ah ja. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wie so eine Blutblase. Ja, und dann ist das halt alles abgelaufen. Und da haben die dir damals empfohlen, eine Bluttransfusion zu machen zu lassen, weil du so viel Blut verloren hast. Warum hast du das nicht gemacht? Aus Angst? Ich weiß das nicht, keine Ahnung.
Angst, dass du dir irgendwie was holst? Denke ich mal, ich wollte es einfach nicht. Mhm. Und dann warst du entsprechend wahrscheinlich sehr schlapp und fertig danach, ne? Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja. Und dann warst du erstmal baff, dass du schwanger bist und da hat sich das Leben wahrscheinlich völlig umgedreht, ne? Ja, sicher, aber wir hatten schon zu dem Zeitpunkt 3 Kinder. Ach du je. Das heißt, das war gar nicht so, also es war auf keinen Fall geplant. Und, nein. Aber dann auch gewollt, als du wusstest, dass du schwanger bist. Ja, sicher, ja. Wollten wir den Kleinen haben. Ja. Ein Hämatom. Und der Junge ist gesund und frisch und munter. Jetzt ist er, wenn das 2004 war das. Genau. Ist jetzt 3 Jahre alt, 2 Jahre alt. Ja, 13 Monate jetzt. Ja, der kam im Januar 2005. Ja. Deine Erinnerung an die Farbe Rot, ne? Dieses Blut, das kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man dann auch auf die Toilette geht und auf dem Weiß das sieht, das ist ja dann besonders prägend, ne? Der Eindruck. Ja. Ja. Dorothee, alles Gute für dich und deine Familie. Ja, danke schön. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Garvin ist hier. Oder Garvin. Hallo, 23. Hallo, Tachchen. Jo, hallo. Wie sagt man das? Wie spricht man das aus? Garvin? Garvin, ja. Garvin. Genau. Jo. Farbe Rot, mein Lieber. Ja, und zwar bei mir war das so, ich hatte halt als kleines Kind, also bis zum Alter von 13,5 so ungefähr, eine richtige Aversion gegen die Farbe Rot. Generell gegen die Farbe Rot? Ja, generell. Ich konnte nicht sehen, was rot war. Also weder als kleines Kind Feuerwehrautos, Tomaten im Essen, Bolognese-Soße, halt so Kleinigkeiten, alles halt. Was hat das denn in dir als Kind ausgelöst, wenn du was Rotes gesehen hast? Und zwar, ich habe noch 2 Geschwister und wir waren halt im Sommer immer bei meiner Oma auf dem Bauernhof in Küritz, also in der ehemaligen DDR. Ja. Und waren da halt immer die kompletten Sommerferien eigentlich, wurden wir dann abgeliefert, war auch immer schön alles. Und da war ich 4,5 ungefähr, also knapp 5. Mhm. Und da hat dann nachts der Stall gebrannt. Mhm. Wir mussten halt raus aus dem Bauernhaus. Also der Stall war angrenzend halt. Mhm. Und das war halt, also was mich dann halt traumatisiert hat, weil halt alles in Flammen stand. Und rot eben war. Rot. Ja, genau, das Feuer halt. Ja. Und so kann man es erklären. Ja. Sind auch Tiere verbrannt? Es ist komplett, ja. Es, also konnte keins mehr rausgeholt werden. Und das war halt für mich halt in dem Alter das Schlimmste somit. Mhm. Weil das halt, ja, wie gesagt, das sind 5 Jahre. Ja, furchtbar, furchtbar. Hast du die Tiere auch schreien hören? Ja, dieses Gequieke und so. Mhm. Das war es halt. Und meine Geschwister, die sind halt 5 und 6 Jahre älter. Mhm. Und ja, bei denen ging es halt. Also klar waren die auch erschrocken und sowas alles. Aber bei mir war es dann halt wirklich so, dass ich nichts mit Rot sehen konnte. Mhm. Das war halt echt, wie gesagt. Also, und dann zog sich das durch die ganze Kindheit bis 13 Jahre, 13, 14 ungefähr. Ja, also ich hatte dann so eine Kinderpsychologie, wurde ich da halt, also war bei einer Therapeutin. Mhm. Und ja, dadurch halt durch Gespräche und sowas alles, also am Anfang konnte ich darüber auch gar nicht sprechen und so. Mhm. Und dadurch ging es dann, also mittlerweile habe ich jetzt auch nicht, also mittlerweile kann ich rot sehen. Nur es war halt früher in der Kindheit wirklich so. Es hat sich jetzt so verloren im Laufe der Jahre und auch dadurch, dass du weißt, woher es rührt und... Ja, genau, halt durch diese Gespräche, dadurch, dass halt diese ganze Nacht halt nochmal aufgerollt wurde, dadurch halt, aber das hat halt, wie gesagt, 6, 7 Jahre gedauert. Oder? Aber da müssen doch deine Eltern dann auch am Anfang sehr irritiert darauf reagiert haben, denn die konnten das ja gar nicht wahrscheinlich so schnell rekonstruieren, woher das kommt. Dass du als kleiner Junge immer, wenn irgendwas Rotes war, irgendwie, hast du dann geweint oder wie hast du darauf reagiert? Ganz unterschiedlich gewesen. Also teilweise richtig apathisch, einfach nur gesessen, keinen Ton rausgekriegt, geheult und teilweise halt auch richtig aggressiv. Also dieses Rot, was ich halt nicht sehen konnte, einfach genommen und, wie gesagt, halt weggeschmissen oder... Ketchup zum Beispiel. Alle Kinder essen gerne Ketchup. Wenn man dir Ketchup auf die Nudeln draufgekippt hat, was war das für dich dann? Nee. Gleich raus aus dem Raum und nicht sehen. Mhm. Also bei uns war es halt, es gab nichts Rotes im Haus. Also es wurde halt alles nach und nach dann halt. Mhm. Wie alt warst du, als deine Eltern irgendwie kapiert haben, den Jungen müssen wir zur Psychologin schicken? Also es ging eigentlich relativ schnell, weil es war halt immer ein lustiges Kind und auch sehr aufgeweckt. Ja. Und nach dieser Nacht halt, war es dann halt wirklich, dass ich halt zu Hause saß und nicht mehr raus wollte und so, obwohl ich sonst halt, wie gesagt,
immer gerne draußen war. Klar, das ist natürlich auch für so ein kleines Kind der Megaschock. Das würde ja einen Erwachsenen schon schocken. So etwas zu sehen und dann zu ahnen, dass die Tiere auch noch da drin verbrennen, ist das natürlich hammermäßig schlimm. Ja, wie gesagt, und dann, ich glaube, also ich habe das ja dann so bewusst dann auch wirklich mit 5 Jahren, ja, weil man halt auch verdrängt hat, ja, und dadurch, dass es halt, wollte halt zu Hause nicht sprechen und habe halt nur das Nötigste gesagt, teilweise gar nicht gesprochen mehr. Und dann halt, ich glaube, das dreiviertel bis ein Jahr später hat das dann halt, hat meine Mutter mich dann hingebracht. Ja. Aber wenn heute dir gegenüber eine tolle junge Frau steht mit einem schicken roten Kleid und roten Pumps, das ist dann okay, oder? Das finde ich dann sogar mittlerweile sehr, sehr anreizend, ja, sehr erregend. Da bin ich beruhigt, da bin ich beruhigt. Mittlerweile, wie gesagt, also ich habe auch in der Wohnung rote Sachen. Ja, hat sich das normalisiert, ja. Nee, aber damals ging es halt nicht. Also auch kaum draußen gewesen, dann meist Freunde zum Spielen gekommen. Mhm. Weil halt, wenn ich da ins Kinderzimmer gekommen bin, rote Sachen, das ging halt nicht. Muss ich nach Hause, das haben wir dann ein, zwei Mal probiert und dann ging es halt nicht. Lieber Gavin, danke für deinen Anruf. Ja, schönen Abend noch. Achso, eine Frage noch. Ja. Ich habe einen Kumpel, der ist ganz großer Domian-Fan. Ja. Der sitzt jede Nacht vorm Fernseher, weil er meist spät nach Hause kommt, genau um die Uhrzeit und dann noch kurz den Fernseher macht. Ja. Ist es da möglich, irgendwie ein Autogramm zu ihm zu schicken? Ja, dann müssen wir dich gleich nochmal anrufen und dann sagst du uns seine Adresse, okay? Alles klar. Und wir können ihn ja an dieser Stelle mal grüßen, weil er wahrscheinlich ja gerade bei uns ist und hier zuguckt. Ja, dann grüße ich ihn nochmal. Wie heißt er denn mit Vornamen? Daniel. Daniel, okay. Ja. Lieber Gavin, alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Und jetzt ist hier bei uns die Sarah. Und die Sarah ist 19 Jahre alt. Hallo Sarah. Ja, richtig. Hallo Domian. Hallo Sarah. Was fällt dir zu Rot ein? Ja, es ist eine längere Geschichte eigentlich. Ich versuche es kurz zu fassen. Ja. Bei mir wurde letztes Jahr eine Frauenkrankheit festgestellt, wo man denkt, sie wäre eigentlich sehr selten. Dabei ist jede vierte Frau betroffen. Wie heißt diese Krankheit? Sie heißt Endometriose. Und was ist das für eine Krankheit? Muss man sich eigentlich so vorstellen, wenn eine Frau ihre Periode bekommt, sollte sich normalerweise das Blut ja in der Gebärmutter ansammeln. Mhm. Und bei endometriosekranken Frauen ist es eben so, dass man zwar noch seine Periode bekommt, allerdings auch ein Teil des Blutes sich im Bauchraum sammelt. Mhm. Das verhärtet sich dann und frisst also die ganzen Gedärme an und ja, es ist, also man kann eventuell keine Kinder mehr zeugen. Und du sagst, das haben eigentlich recht viele Frauen? Ja, nur wissen es nicht alle. Ja. Wie hat man es bei dir festgestellt? Ich habe meine Periode zuerst mit 11 Jahren bekommen, war von Anfang an nicht sehr zufrieden damit, hatte oft Schmerzen gehabt und jetzt so in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren war es sehr verstärkt. Mhm. Es wurde immer schlimmer von Periode zu Periode. Und auch nach der Periode hatte ich immer noch starke Schmerzen gehabt. Ja, und ich war immer beim gleichen Frauenarzt, bis ich ihn dann mal gewechselt habe. Und ich habe meiner neuen Ärztin dann nur erzählt, ich habe meine Symptome beschrieben. Und es hat auch viel mit Übelkeit zu tun. Und der ganze Körper, der ist einfach dann nur noch furchtbar zu ertragen, sage ich mal. Mhm. Und dann hatte sie sofort einen Verdacht und hat mich untersucht, hat auch sofort die Stelle gefunden. Und es ist nicht sehr angenehm, dort angefasst zu werden. Ja. Es ist schmerzhaft gewesen. Und ja, dann sagte sie, da bleibt eigentlich nur eins, das muss man operieren. Oh, also ich wollte gerade sagen, diese Symptome, wie du sie beschrieben hast, Die haben mir schon 100 Freundinnen erzählt, die sie immer wieder haben, wenn sie ihre Tage haben. Ja. Aber das war bei dir dann offensichtlich dann doch dramatischer. Ich denke mal, jedes Mädchen denkt sich so, Schmerzen bei der Periode oder so, oder dass einmal übel ist, das wird normal sein. So, es hat die gesagt, das muss operiert werden. Ja, das muss operiert werden, das muss raus. Ist es operiert worden? Ja, zweimal mittlerweile. Zweimal? Ja. Das heißt, es ist wirklich dann im Bauchinnenraum eine Verkrustung, eine Blutverkrustung. Und die war schon, obwohl du so jung bist, schon so gravierend, dass man sie rausoperieren musste. Und konnte die Ärztin diese Verkrustung sogar fühlen? Ja. Das heißt, es gibt bis zu 4 Graden und ich hatte Schweregrad 4. Und das kann man fühlen, man kann es teils auch auf Ultraschallbildern sehen, je nachdem, wo es liegt. Ja, und das ist schon zweimal operiert worden jetzt bei dir? Ja, ich bin letztes Jahr im Juli ist es festgestellt worden. Eine Woche drauf, das war dann Ende Juli, bin ich operiert worden. Sofort in Frankfurt in die Uniklinik eingeliefert worden. Ja. Das wurde operiert
und da hat man mich auch so weit möglich aufgeklärt. Ich war natürlich ziemlich am Ende dann, mit 19 gleich operieren und es war die erste OP. Und dann hat man mir gesagt, ja, es kann ja eigentlich alles gar nicht so schwer sein und es wird auch nicht so viel sein und tralala. Mhm. Und dann musste ich eben so ein Blatt unterschreiben, dass nur die normalen Eingriffe gemacht werden. Mhm. Gut, und wie ich dann aufgewacht bin, wieder wie die nach der OP, war meine Mutter auch da. Mhm. Und der Arzt war zu dem Zeitpunkt da und ich habe halt nur halt mitbekommen, man muss mich nochmal operieren. Das würde wahrscheinlich am Darm sitzen. Mhm. Der Darm wäre befallen, weil ich hatte ja vorher auch immer mal über Übelkeit und Durchfälle geklagt. Ach, das heißt, du warst frisch operiert und musstest dann nach einer gewissen Zeit nochmal operiert werden? Relativ zeitnah an der ersten Operation? Ja, also man habe ich eigentlich vermutet, dass es jetzt vielleicht noch einen Monat dauert, mal halt erst ein bisschen kurieren und so. Ja. Und dann habe ich mich eben schlau gemacht und man sagt, also ich bin dann bei meiner Frauenärztin, hat sie mich schlau gemacht, dass es noch ein anderer Arzt gibt, den gibt es nur in Köln. Mhm. Wann bist du denn dann das zweite Mal operiert worden? Wie viele Wochen und Monate lagen dazwischen? Das ist jetzt ein Monat her. Ach so. Ende Januar, die letzte Woche war das. Und dann, wie geht's dir jetzt im Moment? Ja, ich bin nur zu Hause, ich verkrieche mich mehr oder minder. Es geht halt sehr an die Nerven. Mann. Sind das schwere Operationen oder eher kleinere Eingriffe? Also es sind kleine Bauchschnitte im Prinzip. Man sieht kaum was. Ich habe jetzt 4 Narben. Mhm. Es wird durch den Bauchnabel Luft reingeblasen bis zu 3,5 Litern, damit man ja sehen kann und ein bisschen rumpieksen kann und so. Ja. Und dann in Eierstockhöhe jeweils an beiden Seiten und über dem Schambein ein Loch. Ja. Kann man denn das jetzt so sagen, dass du da eine besondere Veranlagung zu dieser Erkrankung hast, dass es immer wiederkehrt? Oder kann man hoffen, dass es jetzt damit gut ist? Also einfach so wird das natürlich nicht gut. Ich muss jetzt mittlerweile die Periode immer unterdrücken mit Hormonen. Mhm. Ich habe bei der ersten OP gleich eine Spirale eingesetzt bekommen. Ja. Habe diese dann auch 2 Monate lang tierisch schlecht vertragen. Mhm. Mittlerweile geht's wieder und ich nehme auch zur Zeit dann noch weitere Hormone dazu, sprich die Pille. Also das sind ja schon gravierende Einschnitte dann auch in deinen Körper, der jetzt da stattfindet. Ja. Und das muss jetzt immer so weitergehen? Ich hoffe, dass ich nicht mehr operiert werden muss, aber ich muss für mein ganzes Leben lang immer darauf achten, dass ich keine Periode mehr bekomme, ja. Was ja auch übel ist. Und es wird auch nicht mir vergewissert, oder ich kann mir mein ganzes Leben nicht sicher sein, ob ich jemals Kinder bekomme. Mhm. Dass es auch die Geschlechtsorgane angreift und so weiter. Sagst du den Namen dieser Erkrankung nochmal? Der ist sicher jetzt in Vergessenheit geraten. Ja, das ist, also im Fachjargon heißt es Endometriose. Mhm. Und circa 10% aller Frauen wissen diese Krankheit. Und also die sie haben, das sind 10%. Ja. Aber alle 4% haben sie. Mhm. Also, insofern hast du dazu sicher auch zur Aufklärung beigetragen und vielleicht jetzt ein paar sehr interessante und informative Dinge gesagt für unsere Zuschauerinnen, wenn die eine oder andere irgendwie Probleme diesbezüglich hat. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir wirklich alles, alles Liebe und alles Gute und gute Besserung. Ich danke dir. Liebe Sarah. Danke. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Und hier ist der Arthur. Und Arthur ist 63. Hallo Arthur. Ja, der ist dran. Ja. Domian, noch schnell. Ich bin Seemann, alter Seemann gewesen. Jo. Und ich bin damals 1963 als Schiffskoch gefahren. Ja. Und hatte so ein bisschen die Kombüse und das alles ja unter mir. Und jetzt fuhren wir von China nach Kanada. Und 63 wurden die selbstständig. Die kriegten eine neue Fahne. Ja. Und das hatte der Alte nicht, unser Kapitän. Ja. Und das ist strafbar, wenn du im fremden Land reinfährst. Musst du vorne im Top die Gastfahne haben und im Heck deine eigene Fahne. Ja, das ist Pflicht. Ja. Was guter Rat, wir waren Vancouver Island schon und da sagt der Alte zu mir, mach mal eine Fahne. Ja, ich sag, wie geht die denn? Ja, rote Farbe, weißes Tuch und ein Ahornblatt. Ja. Versucht dann irgendwie hinzudeichseln. Ja. Wir hatten zufällig keine rote Farbe an Bord. Überall rumgesucht wie die Bekloppten. Ja. Da habe ich Ketchup genommen, mit Öl gemischt, die Seiten festgemacht an dem halben Bettlaken. Ja. Und dann haben wir den Lappen hochgezogen. Das ist ja lustig. Jetzt pass auf, und Vancouver Island vorbei, wenn du reinfährst nach British Columbia, ja, da ist auch viel schlechtes Wetter. Und das war so im Herbst.
und dann kam Regen. Das scheiß Lappen, dann ging da die Fahne mit die Farbe da raus. Der Ketchup war ja, weg. Ja, ja, meine tolle Erfindung. Aber ich hoffe, die Kanadier haben es euch vergeben. Also der Lotse kam an Bord, der guckte so blöde schon und dann sagt der Alte nachher in Vancouver, so, jetzt Mut ab nach Vancouver rein, holen wir eine Fahne. Arthur, dass wir endlich eine neue Fahne haben die von Sendung, Kanada. Die Sendung ist vorbei. Danke, dass du noch dran gekommen bist. Ja. Alles Gute.